mir zumindest vorstellen, dass Ärzte länger arbeiten und auch das Einkommen keine Sozialversicherungsabgaben bezahlen müssen. Also mindestens. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie einen reduzierten Steuersatz bezahlen sollte, weil sie ja ihr ganzes Arbeitsleben lang schon auf die Steuern bezahlt haben und natürlich auch ihre Pensionsunterkünfte versteuert. Also das ist selbstverständlich, aber man kann sich ja doch vorstellen, dass man auf diese Weise Anreize, das geht übrigens nicht nur aus meiner Sicht für Ärzte schaffen, das ist grundsätzlich ein Vorschlag fürs Wirtschaftsleben. Weil ich glaube, es gibt noch viele andere Berufszweige und Branchen, in denen ein 65, 66, 67, 68 oder sogar 70-Jährige und Jährige, wenn sie denn vital sind und Freude daran haben, die in reduziertem Umfang den Beruf noch ausüben kann oder in dieser Tätigkeitsfunktion wertvolles und wertschöpfendes in der Gesellschaft bieten kann. Ich würde das mit einer solchen Form von Anreiz befördern. Also eine Idee, den Fachkräftemangel zu begegnen, wäre natürlich Anreize zu schaffen, Menschen im ärztlichen Beruf und auch anderen Berufen im Gesundheitswesen dadurch anzureizen, weiterzuarbeiten über die Altersgrenze hinaus, indem man ihnen das auch wirtschaftlich schmackhaft macht. Ja. Also was ist da aus Ihrer Sicht der Stand? Zuversicht? Oder sind Sie da, dass die kommt oder nicht kommt? Ich erlebe da eine große Differenz zwischen der Einschätzung des Ministers heute hier bei uns auf dem Ärztetag, der ja sehr frohgemut und optimistisch ist, und den Äußerungen, die ich dann von manchen Vertretern der Länder höre, doch etwas reserviert sozusagen. Vieles von dem, was er da verkündet, finden wir aber nicht so richtig wieder. Also diese Unsicherheit, diese Differenz und diese zwischen den Wahrnehmung zwischen Land und Bund sind doch noch relativ ausgeprägt, sodass wir eigentlich gar nicht so richtig wissen, wo wir dran sein werden. Und unser eigentlicher Wunsch ist ja, dass man dann noch an dieser Stelle jetzt mal zu einer tragfähigen Einigung kommt. Jetzt fordern Sie ja auch einen Gipfel im Kanzleramt. Können Sie dazu mal was? Ja, wir finden schon, dass die älter werdende Gesellschaft und die Gesellschaft des langen Lebens eine ganze Reihe von Herausforderungen hat. Die sind im Gesundheitswesen selbst angelegt, aber auch darüber hinausgehen, aber ins Gesundheitswesen hineinreichen. Sagen wir mal als Beispiel, die soziale Vereinsamung älterer Menschen zugenommen hat in den letzten 30 Jahren, zwar erheblich. Und das ist ein Feld, wo wir als Ärzteschaft betroffen sind, wo wir aber sozusagen nicht alleine uns helfen können, wo wir schon auch Kommunen und andere soziale Hilfen mit angewiesen sind. Und die Interaktion aller Beteiligten, die Vernetzung, die voneinander abstimmen, glaube ich, geht besser, als wir das aktuell in Deutschland tun. Ich würde, glaube ich, solche Dinge gerne mal tatsächlich im Sinne eines Gesundheitsgipfels mit allen Gesundheitsfachleuten und allen Betroffenen im Kanzleramt diskutieren. Wenn wir zum Thema Auto und zum Thema Chemie einen Kanzlergipfel haben, dann finde ich, ist der für das Thema Gesundheit in der Gesellschaft des langen Lebens ein hoch angemessener.